Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 19/7406, starker Datenschutz braucht einen starken Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Fraktion der Piraten dem Herrn Abgeordneten Herrmann das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger. Die zweite Lesung des Haushalts 2015 ist gelaufen. Unsere Haushaltsanträge zur Erhöhung des Budgets des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit wurden ohne Debatte abgelehnt. Und jetzt mit diesem Antrag gibt es das erste Mal die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Das ist schade und das ist keine gute Reihenfolge, denn natürlich sollte vor der Abstimmung über den Inhalt eines Haushaltsantrags diskutiert werden. Da der Haushalt des LDI aber im Einzelplan 01 des Landtags angedockt ist, haben wir diese eigenartige Situation. Und für die, die es nicht wissen, laut einer Vereinbarung im Ältestenrat wird über den Einzelplan 01 des Landtags hier nicht debattiert. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir uns eben bei der Abstimmung zu diesem Einzelplan enthalten haben. Ich kann Ihnen aber bereits jetzt ankündigen, dass wir den abgelehnten Haushaltsänderungsantrag zur dritten Lesung wieder einbringen werden. Also merken Sie sich bitte unsere Argumente und stimmen Sie in zwei Wochen entsprechend ab. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen Lütfert bestellen? Ich würde ja, erst mal ein bisschen schon Inhalt bringen und dann können wir nachher noch Fragen finden. Nachher will ich dass diese, nee, nicht. Dass diese Konstellation im Einzelplan 01 bisher nicht aufgefallen ist, ist auch ein deutliches Zeichen, dass seit 4 Jahren, so lange ist der LDI-Haushalt da schon angedockt, keine Änderungsanträge zu diesem Haushaltsplan, zu diesem Titel vorgelegen haben. Daher ist es umso dringender, dass nun endlich eine Anpassung erfolgt. Denn der LDI hat bereits jetzt eine Vielzahl von Aufgaben zu erfüllen. Von der Einhaltung der Vorschriften zum Datenschutz im öffentlichen Bereich sowie in der Privatwirtschaft in Nordrhein-Westfalen bis hin zur Unterstützung zum freien Zugang zu behördlichen Informationen nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Und die Aufgaben werden immer mehr. Als das Bundesverfassungsgericht im letzten Jahr feststellte, dass der regelmäßigen Durchführung der aufsichtsrechtlichen Kontrolle der Antiterrordatei eine besondere Bedeutung zukommt und dass dies bei der Ausstattung der Datenschutzbeauftragten auch der Länder zu berücksichtigen ist, hätten Sie hier eine Anpassung vornehmen müssen. Das ist aber nicht passiert. Aber nicht nur die Antiterrordatei muss regelmäßig überprüft werden, auch zahlreiche andere Vorhaben fordern den LDI. Denn es ist auch Aufgabe des Landes, das Persönlichkeitsrecht der Menschen in Nordrhein-Westfalen zu achten und entsprechende Datenschutzverstöße zu ahnden. Die zahlreichen privaten Videoüberwachungskameras im öffentlichen Raum zeigen aber, dass es hier Defizite in der Rechtsdurchsetzung gibt. Und wie Sie dem Schreiben des LDI an die Präsidentin des Landtags vom 21. Oktober diesen Jahres entnehmen konnten, ist er bereits jetzt schon nicht mehr in der Lage, alle Anfragen und Beschwerden im Detail nachzugehen. Das ist ein Warnsignal und wir sind der Meinung, dass hier dringend gehandelt werden muss. Die datenschutzrechtliche Aufsicht des LDI beschränkt sich aber nicht nur auf Videokameras. Daten sind der Rohstoff des 21. Jahrhunderts. Und der Handel mit Daten nimmt immer weiter zu, ob im Supermarkt, mit Bonuskarten, im E-Commerce oder im Gesundheitssektor. Die Datenschutzaufsicht steht hier vor enormen Aufgaben, um den Wandel der Geschäftswelt mitzutragen. Personenbezogene Daten, Kundendaten oder Messwerte von Geräten werden automatisiert und ohne Kenntnis des Nutzers erhoben, gespeichert und ausgewertet. Die informationelle Selbstbestimmung wird offen missachtet. Ein einfacher Blick auf die neueste Generation von Smartphones und Apps reicht da völlig aus. Da kann man doch nicht der Meinung sein, dass die Ausstattung des LDI ausreichend ist. Wenn man jetzt wieder einmal die Mittel nicht ausreichend erhöht für mehr Personal, wäre das ein klares Zeichen, eine effektive Datenschutzaufsicht ist in NRW nicht gewünscht. Das ist aber genau das falsche Signal, denn effektiver Datenschutz ist immer mehr ein gesuchtes Qualitätsmerkmal. Aber nicht nur als Kontrolleur ist der LDI gefragt. Auch als Berater steht er Unternehmen und Behörden in Nordrhein-Westfalen zur Seite.
Kurze Reaktionszeiten und ausreichend Kapazitäten sind die Anforderungen, die die Unternehmen an eine moderne Verwaltung stellen. Es kann doch nicht sein, dass man erst nach 2 bis 3 Tagen eine Posteingangsbestätigung bekommt und auf Antworten einige Wochen warten muss. Ist das das Bild, was NRW abgeben soll? Die Attraktivität des Standorts Nordrhein-Westfalen hängt auch von der Ausstattung und Leistungsfähigkeit öffentlicher Stellen ab. Und hier beim LDI besteht Handlungsbedarf. Lassen Sie mich abschließend noch an die Modernisierung und Öffnung der Verwaltung, den Kulturwandel im Rahmen des Projekts Open NRW erinnern. Hierfür wurde extra die Stelle des CIO geschaffen, weil allen bewusst ist, welche Mammutaufgabe hier vor uns liegt. Die Einführung oder Zusammenführung von IT-Maßnahmen führt zwangsläufig auch zu datenschutzrechtlichen Fragestellungen, beispielsweise der Datensicherheit oder der Datensparsamkeit. Dieser Wandel in der Verwaltung wird im nächsten Jahr und in den darauffolgenden Jahren erhebliche Kapazitäten auf Seiten des LDI binden. Und deshalb müssen wir hier die Ausstattung entsprechend anpassen. Ja, andernfalls wäre zu befürchten, dass dem LDI die notwendigen Kapazitäten fehlen, um auch die erfolgreiche Einführung eines E-Government-Gesetzes im nächsten Jahr zu begleiten. Ich bitte daher um Ihre Zustimmung zu unserem Haushaltsänderungsantrag bei der dritten Lesung in 2 Wochen. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Herrmann. Für die SPD-Fraktion spricht der Kollege Geier. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Herrmann, Ihre Darbietung gerade oder Ihre Rede, um das mal höflich zu formulieren, dieses Schreckgespenst an der Wand zu malen, das ist meines Erachtens weit übers Ziel hinausgeschossen. Und es zeichnet doch sehr ab, wie moralisierend die Piraten sein können und welche Wahrnehmungen sie haben. Und die geht doch an der Realität vorbei. Aber zurück zur Sache. Das Thema Datenschutz hat für die SPD-Fraktion einen hohen Stellenwert und ist dementsprechend auf unserer politischen Agenda. Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit macht mit seinem Team nicht nur eine wertvolle, sondern auch eine gute Arbeit. Es ist wichtig, dass wir in diesem Hause gute Arbeit auch anerkennen. Durch ihre jahrelange Expertise sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LDI etablierte und anerkannte Ansprechpartner in allen Fragen rund um den Datenschutz und der Informationsfreiheit. Die anfallenden Aufgaben sind vielfältig. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um die Einhaltung der Vorschriften zum Datenschutz, nicht nur im öffentlichen Bereich, sondern auch in der Wirtschaft. Daneben sorgen sie dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes und ihre Rechte nach dem Informationsfreiheitsgesetz NRW wahrnehmen können. Sie nehmen dabei auch wichtige Aufgaben in der Prävention wahr und informieren und beraten sowohl Privatpersonen, aber auch öffentliche Institutionen und den Privatsektor. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen Uliak von den Fraktionen der Piraten zulassen? Immer zu. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Aus Ihrer Rede habe ich jetzt so ein bisschen entnommen, dass Sie der Ansicht sind, dass wir Piraten die Arbeit des Landesdatenschutzbeauftragten nicht ernst nehmen oder nicht gutheißen würden oder geringschätzen oder was auch immer. Sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass wir mit unserem Antrag fordern, dass die personelle Ausstattung der Behörde verbessert, verdoppelt werden soll? Ich habe Ihren Antrag sehr wohl gelesen und auch verstanden und habe das auch mitgenommen. Und habe dazu doch eine etwas andere Meinung. Aber Sie können mir ja weiter zuhören, dann kommen Sie auch dahinter, wieso ich eine andere Meinung habe. Das Aufgabenspektrum geht noch weit darüber hinaus. Das LDI wirkt auch präventiv, indem es seine Fachkompetenz in das Gesetzgebungsverfahren mit einbringt. Der Einsatz für den Datenschutz geht dabei über die Landesgrenzen hinaus bis zur europäischen Ebene. Zu den Forderungen des Antrags der Piraten ist zu sagen, dass sie sich mit der Situation vor Ort anscheinend nicht auseinandergesetzt haben. Das LDI kann mit der jetzigen Personalsituation seine Aufgaben auch in Zukunft mit gleichbleibender guter Qualität ausüben. Sie sind personell ausreichend ausgestattet. Die finanziellen Mittel reichen somit aus. Deshalb ist der Antrag auch völlig am Bedarf vorbei. Sie fordern etwas, das sich gut anhört, aber nicht benötigt wird. Hinzu kommt, dass Sie einen angeblichen Bedarf feststellen und dabei haben Sie noch nicht einmal einen Vorschlag zur Finanzierung. Eine seriöse Haushaltspolitik sieht anders aus. Wir können den vorliegenden Antrag daher nur ablehnen. Kollege, vielen Dank.
Okay, hat sich erledigt. Es gab noch eine Zwischenfrage des Kollegen Schatz im Rahmen der Redezeit. Bitte schön, möchten Sie zulassen? Bitte schön. Ja, vielen Dank, dass Sie die Frage noch mal zulassen. Aber jetzt gerade am Schluss der Rede, da haben Sie gesagt, das Geld reicht ja alles aus und alles ist super. Aber warum schreibt dann der LDI, der Präsidentin des Landtages, einen Brief, dass das Geld nicht ausreicht? Das erschließt sich mir jetzt nicht so ganz. Herr Kollege, bitte schön. Also wenn Sie die Frage selbst untereinander beantworten, dann kann sie ja nicht so wichtig sein. Dann war es eine rhetorische Frage und dann bedanke ich mich. Also solche Spielchen habe ich keine Lust. Vielen Dank, Herr Kollege Geier. Für die CDU-Fraktion spricht der Kollege Moritz. Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Landesdatenschutzbeauftragte von Nordrhein-Westfalen und sein Team leisten hervorragende Arbeit. Also wenn ich häufiger von allen Fraktionen Applaus kriege, dann stelle ich jetzt meine Reden um. Das gut. Also der Landesdatenschutzbeauftragte würde sich sicher eine bessere Stellenausstattung wünschen. Wer würde sich nicht mehr personelle Ressourcen für seine Behörde oder sein Unternehmen wünschen? Und als Datenschutzbeauftragter meiner Fraktion wäre ich der Letzte, der nicht die Arbeit des Datenschutzbeauftragten unterstützen würde. Aber klar ist auch, wir müssen immer schauen, was ist wünschenswert und was ist realisierbar. Was ist realisierbar, meine Damen und Herren? Die Finanzsituation in Nordrhein-Westfalen ist katastrophal. Alle anderen Bundesländer haben Schulden abgebaut. Nur die rot-grüne Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat einen Schuldensockel von rund 2,5 Milliarden Euro verfestigt. Die Zahlen haben wir in den letzten Tagen wieder alle ausreichend gehört. Die Einhaltung der Schuldenbremse ist so weit weg, dass man sie noch nicht mal mit dem Fernglas sehen könnte. Konkret will ich damit sagen, die Qualität der Arbeit des Landesdatenschutzbeauftragten zeigt, dass der Stellenumfang in Anbetracht der zu bewältigenden Aufgaben und der haushaltspolitischen Situation noch auskömmlich ist. Und Sie haben es selber in Ihrem Antrag auch geschrieben, der Landesdatenschutzbeauftragte von Nordrhein-Westfalen weist die größte personelle Ausstattung aller Bundesländer auf. Wir können und wir sollten uns nur an dem orientieren, was machbar ist. Luftschlossanträge sind keine seriöse Politik. Sie bringen weder uns weiter, noch helfen sie, die aktuelle Situation zu verbessern. Sie stellen und streuen den Menschen Sand in die Augen und stellen etwas in Aussicht, was nicht zu realisieren ist. Ich hoffe, dass die Piraten mit dieser Erkenntnis auch irgendwann mal an Deck ankommen. Denn ich habe bei Ihren Eindrücken immer den Eindruck, die sind zu nichts geeignet, aber zu allem fähig und helfen uns auch nicht so richtig weiter. Wir können und wir sollten uns nur an dem orientieren, was machbar ist. Mir ist mit Sicherheit bewusst, dass in unserer digitalisierten Gesellschaft die Aufgaben und Herausforderungen des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit ständig wachsen. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Marschen? Aber gerne. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich habe mir jetzt Ihre letzten 10 Sätze gerade noch nicht in den Kopf gehen lassen. Luftschlossanträge, verstehe ich Sie da richtig, dass Sie sagen, wenn ich das mal zusammenfasse, wir als CDU-Fraktion, wir können nicht sagen, wo gespart werden soll, aber beim Datenschutz müssen wir auf jeden Fall sparen. Kollege, bitte schön. Das ist schön, wenn Sie mir die Zwischenfrage stellen. Dann kann ich nämlich auch das Ihnen noch mal erklären, dass der Inhalt meiner Rede nicht war, dass wir beim Landesdatenschutzbeauftragten sparen wollen, aber dass wir keine Luftschlösser in die Welt setzen wollen, das Stellentableau dort großzügig auszubreiten, wenn kein Geld vorhanden ist. Also, die Frage klar beantwortet, nein, wir wollen dort nicht sparen. Habe ich aber eigentlich auch deutlich gesagt, aber kann ich gerne noch mal wiederholen. Ich habe dann vor dem Hintergrund, dass wir uns immer mehr digitalisieren, allerdings befremdlich gefunden, dass Sie mehr Broschüren für den Datenschutzbeauftragten fordern. Ausgerechnet die Piraten fordern im Zeitalter der digitalen Information mehr Geld für Infobroschüren. Das fand ich jetzt ein Widerspruch in sich und hätte doch die Bitte, dass Sie die Grünen, doch drei Grüne sind im Raum, die Grünen mal fragen, die sicher noch ein paar Tipps zur Papiervermeidung für Sie hätten. Standpunkt der CDU ist, unter den genannten Gesichtspunkten ist momentan kein Handlungsraum in Bezug auf die Arbeit des Landesdatenschutzbeauftragten vorhanden. Und deswegen können wir Ihrem Antrag leider nicht zustimmen. Vielen Dank, Herr Kollege Moritz. Für die Fraktion Die Grünen spricht der Kollege Bolte.
Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Herrmann, Sie haben sich beklagt, dass im HFA bei der Debatte zu Ihrem Antrag, dass es da keine oder dass es bei der Einbringung Ihres Antrags im HFA keine Debatte gab. Ich habe gerade noch mal nachgefragt. Auch Ihr Kollege Herr Schulz hat zu Ihrem Antrag nichts gesagt. Insofern müssen Sie sich da, glaube ich, nicht unbedingt beschweren. Sie hätten ohne weiteres ja in die Sitzung gehen können und da Ihren Antrag ausführlich begründen können. Der HFA ist bekannt dafür, dass es da Redner gibt, die das mit der Redezeit großzügig auslegen. Und Herr Moritz, Sie haben gefragt nach der Realität. Also die Realität hat sich immer wieder gezeigt in der letzten Zeit. Realität zeigt jedenfalls, dass der Datenschutz bei der CDU nicht wirklich in guten Händen ist. Wenn Sie sich mal angucken, wen Sie vor einem Jahr als Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit durchgesetzt haben, Frau Vosshoff, sie hat das Amt entkernt, sie hat keinen Gestaltungswillen gezeigt, sie hat ein ganzes Jahr über jede Chance verpasst, sich mit Beiträgen über die Zukunft des Datenschutzes einzubringen. Konstanze Kurz hat kürzlich in der FAZ geschrieben, die neue Datenschutzbeauftragte ist ein Desaster, und das ist die Realität. Und Gleiches gilt dann auch noch auf der europäischen Ebene. Da wird seit mittlerweile knapp 3 Jahren die Europäische Datenschutzgrundverordnung verschleppt, maßgeblich durch die deutsche Bundesregierung. Und erst in dieser Woche gab dann der Digitalkommissar Oettinger die Parole aus, übertreibt es nicht mit dem Datenschutz. Also das ist die Realität, wenn man der CDU das Thema Datenschutz überlässt. Alles das sind Grüße aus einer vergangenen Zeit, als Datenschutz in einer wettbewerbsfeindliche Schmuddelecke gestellt wurde. Aber es sind jüngere Entwicklungen, die zeigen, da gehörte er nie hin. Datenschutz kann ein Wettbewerbsvorteil sein, weil inzwischen viele Bürgerinnen und Bürger gesehen haben, dass der Schutz ihrer Privatsphäre wichtig ist und dass es viele Bürgerinnen und Bürger gibt, denen der Schutz ihrer Privatsphäre wichtiger ist, als das für Frau Vosshoff und Herrn Oettinger der Fall ist. Und insofern, lieber Kollege Herrmann, ist es durchaus natürlich gut, die Debatte immer wieder fachlich zu führen über einen zukunftsfähigen Datenschutz. Ich verweigere mich dieser Diskussion nicht. Sie haben in Ihrem Antrag eine Reihe Herausforderungen aufgezeigt. Das ist richtig. Sie haben ganz konkret als neue Aufgaben Antiterrordatei und Rechtsextremismusdatei ins Feld geführt. Das sind natürlich gewichtige Punkte, aber es geht insgesamt um die Aufstellung des LDI in den Bedingungen des digitalen Zeitalters. Und deshalb, weil das so ist, weil es richtig ist, diese Debatte zu führen, sind wir ja 2011 hingegangen mit Rot-Grün, haben die Personalausstattung nicht nur auf den Stand gebracht, den es vor der Regierungsübernahme von CDU und FDP, im Übrigen, Kolleginnen und Kollegen, Sie haben das Streichkonzert damals angefangen, nicht nur auf den Stand vor dieser Regierungsübernahme gebracht, sondern wir sind darüber hinausgegangen, haben die Ausstattung beim LDI verbessert. Das war ein klarer rot-grüner Erfolg, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn ich mir das so angucke, wie wir debattieren, dann geht es nicht alleine um diese Frage Stellenausstattung, sondern dann sehen wir immer wieder, gerade auf der Fachebene, dass sie eigentlich auch eine Systemfrage stellen, dass es nicht einfach nur um Stellen und Broschüren geht, sondern dass sie eigentlich ein anderes System im Datenschutz wollen. Wir haben seit vielen Jahrzehnten ein System, das es eben eine Aufsicht ex post gibt, dass also die meiste Verantwortung bei den internen Datenschutzbeauftragten nicht, dass es erst nachgelagert eine öffentliche Datenschutzaufsicht gibt. So wird das eben seit Jahrzehnten praktiziert. Und Sie wollen dann den LDI aber mit immer neuen Aufgaben befrachten und eigentlich am liebsten sehen, wenn immer ein Datenschutzkontrolleur daneben steht. Das kann man so sehen. Aber dann muss man auch sagen, dass dafür dann eben auch die 21 Stellen, wie Sie das beantragt haben, nicht ausreichen. Und überhaupt, ich muss sagen, ich habe mich gefragt, wie Sie eigentlich auf diese 21 Stellen gekommen sind. 21 Stellen, das ist eben im Gegensatz, das ist anders als der Kollege Kern das eben vermutet hat, ist 21 Stellen keine Verdopplung, sondern lediglich ein Plus von knapp 50%. Ich habe mir das so erklärt, 21 ist die Hälfte von 42, aber Ihr Antrag ist nicht
die halbe Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bolte. Und nun spricht für die FDP-Fraktion Herr Dr. Ort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe dem Kollegen Bolte gerade zugehört und er hat die ganze Zeit darüber gesprochen, dass die CDU nichts zum Datenschutz beigetragen hätte. Ich habe die ganze Zeit dann überlegt, was hat eigentlich die grüne Fraktion zum Datenschutz beigetragen? Ehrlich gesagt, mir ist nichts eingefallen. Vielleicht können Sie mir das hinterher mal im Vier-Augen-Gespräch erzählen. Zum Antrag der Piratenfraktion muss man sagen, das ist ein Antrag nach dem Motto schöne Forderungen, die eigentlich jeder toll finden würde, aber eben die Frage der Realisierbarkeit. Und ich hätte mir gewünscht, wenn Sie dann auch entsprechend haushalterisch hier vorgehen würden und sagen würden, was das kostet, wer es bezahlt, wo die Leute herkommen, wie wir den Austausch des Personals sicherstellen wollen, weil der LDI hat ja bisher auch einen Austausch mit anderen Stellen, damit man eben nicht nur datenschutzblind wird, sondern dass man auch weiß, was im Leben draußen in der Verwaltung stattfindet. All solche Dinge haben Sie in Ihrem Antrag nicht berücksichtigt. Deswegen möchten wir heute hier uns auch zu diesem Antrag enthalten. Wir hoffen, dass es in der Zukunft dabei bleibt, dass der LDI zuständig bleibt für all die Themen. Und da, Herr Kollege Bolte, haben wir so gehört, dass Ihre Fraktion ganz gerne die Verbraucherschützer mit Fragen des Datenschutzes stärken will und da auch einen gewissen Aufwuchs an Stellen und an Personal sehen würde. Da kann ich nur sagen, das wäre nicht unsere Politik. Wir wollen einen Datenschutzbeauftragten, der für die gesamte Breite zuständig ist, weil nur dann kann er auch effektiv arbeiten. Und ich würde mir wünschen, dass wir in dem Sinne dem LDI als gemeinsames Signal zusenden, dass er für uns die einzige Institution ist im Land und bleibt und dass er das, was er braucht, er uns bitte sagt. Und da müssen wir uns hinterher hinsetzen, um zu versuchen, das auch haushalterisch darzustellen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Ort. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Jäger. Sehr verehrte Damen und Herren, aus Gründen der Gewaltenteilung nimmt die Landesregierung zu landtagsinternen Angelegenheiten keine Stellung und nach geübter Staatspraxis auch nicht zu dem hier vorgelegten Antrag. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Jäger. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Damit kommen wir zur Abstimmung. Die antragstellende Fraktion der Piraten hat direkte Abstimmung beantragt. Wer stimmt also dem Antrag Drucksache 19/7406 zu? Die Fraktion der Piraten. Wer stimmt dagegen? SPD, Grüne, CDU. Wer enthält sich? Es enthält sich die FDP-Fraktion und damit ist der Antrag mit großer Mehrheit abgelehnt.